Hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Gold Guide. Blizzard hat vor kurzem, ein bisschen rumgehotfixt und hat beim Dunkelmond-Jahrmarkt dieses Portal geändert, das hier unten ist, ne? Da. Bisher konnte man nämlich einfach mit jedem Charakter da reingehen, auch mit diesen Klasse-Proben-Charakteren, diesen Instant-Level-Hundertern, die man sich erstellen kann. So, das heißt, damit können wir jetzt nicht mehr in Anführungsstrichen ein bisschen rumtricksen. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, wie ihr mit etwas mehr Aufwand, das ist es auf jeden Fall, es ist ein bisschen mehr Aufwand, trotzdem aber noch sehr, sehr gut an die Dunkelmond-Transmog-Gegenstände rankommt und diese dann für teuer Geld im Auktionshaus verkaufen könnt. Und das zeige ich euch jetzt. Ich würde sagen, los geht's. So, Schritt Nummer 1. Wir erstellen uns einfach irgendeinen beliebigen Dämonenjäger-Charakter. Rinaldi. So, egal wie die Tante aussieht, los geht's. Und dann loggen wir einfach erstmal ein. So, eingeloggt mit dem neuen Dämonenjäger machen wir jetzt hier, das zeige ich euch jetzt nicht, das dauert jetzt nämlich eine halbe Stunde etwa, machen wir die Prequest. Ihr könnt alle Videosequenzen überspringen, ihr könnt da auch ein bisschen optimieren, wenn ihr es also wirklich Go-Go-Go-mäßig schnell, schnell, schnell haben wollt. Aber im Prinzip einfach nur der Questreihe folgen und hier durchquesten. Wie gesagt, ungefähr, ich habe es gemacht und ich habe es nicht sehr, sehr viel Gas gegeben. Eine halbe Stunde hat der Spaß gedauert und dann seid ihr hier fertig. Ja, tötet sie alle. Ich würde sagen, wir überspringen diesen Part. Das könnt ihr selber machen. Das müsst ihr auch selber machen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn das Ding hier fertig ist. So, und wenn ihr die ganze Questreihe abgeschlossen habt, dann steht ihr hier in Stormwind. Und ihr bekommt dann diese Quest, der Ruf des Königs. Die könnt ihr aber einfach ignorieren. Ich würde sagen, wir nehmen das Mount. Jetzt ist es folgendermaßen. Ihr habt etwa 700 bis 800 Gold Startgeld. Ihr könnt auch eure Rüstung hier verkaufen. Die ist allerdings nicht allzu viel wert. Auch die neuen Sachen, die man... Wobei, die neuen Sachen sind sogar ein bisschen was wert. Sehe ich gerade die blauen. Genau, das verkaufen wir einfach alles. Ist ja alles extra Gold. Hallo. Halt, nicht bei dem. Kaufen, kaufen. Wie geht's? So. 1, 2, 3. Wir brauchen eh kein Gear. Wir latschen ja dann einfach nur noch durch. So. Na. Geht da fix. Lalalala. Gut, das Kupferzeug hier. Ach komm, weg damit. So, zack. Und das hier auch noch alles. Und dann haben wir stolze 800 Gold, nachdem wir also unsere Quests gemacht haben und den Charakter auf 100 automatisch dann gelevelt haben. So. So, jetzt kaufen wir uns entweder mit dem Gold, was wir hier haben, oder ihr schickt euch das von eurem Main-Charakter, wie auch immer. Ihr braucht halt 100 Dolchmaulfische. Ich zeig's euch mal ganz kurz. Die sind hier natürlich völlig überteuert auf diesem komischen Server. Ich habe es auf einem anderen Server mal testweise gemacht, weil auf meinem richtigen Server habe ich ja schon einen Demon Hunter und man kann nur einen pro Server haben. Egal, soll nicht unser Problem sein. Auf jeden Fall, die braucht ihr hier. Ne? Die davon 100 Stück. So, wenn ihr die dann habt, dann geht ihr einfach mit eurem neuen Dämonenjäger zum Dunkelmond-Jahrmarkt. Ihr könnt euch dahin porten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob hier so eine Tante ist zum Porten. Ich glaube, hier ist keine. Egal, ihr könnt auch einfach runterfliegen, ist ja kein Problem. Spart euch die 50 Silber. Der ist, für die, die das nicht kennen, zeige ich es nochmal ganz kurz, genau da, wo das Auge auch hier ist, falls ihr es seht. Ne? Also im Prinzip da. Und da sehen wir uns gleich wieder. So, willkommen in Goldhain. Jetzt gehen wir hier beim Dunkelmond-Jahrmarkt einfach durch das Portal. Zack. Und landen auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt. Ich mache das jetzt hier bis zu Ende, weil ich nicht weiß, wer von euch das Ganze hier kennt. Und ich will das ordentlich haben als Video. Deswegen, die, die das jetzt kennen, die können ja schon abschalten. Ich denke mal, ihr wisst schon, worauf es hinausläuft. Für alle anderen, ich zeige euch kurz, was ihr mal macht. Und zwar geht ihr quasi ganz dahinter zu dem Steg. Gerade als Demon Hunter ist, ist das, was wir jetzt machen, sehr, sehr schön und angenehm. Weil wir nämlich dieses Fliegen haben, also dieses Gleiten in dem Fall. So. So, wie gesagt, ich habe jetzt nicht diese Dolchmaulfische, weil die sind mir einfach zu teuer auf meinem Server hier, also auf diesem Testserver. Das ist hier Ashara, der alte Server. Der ist so leer, da kostet irgendwie ein grauer Stein 5000 Gold. Ziemlich bescheuert. Aber eben, also guckt einfach vorher am besten nach diesen Dolchmaulfischen, was sie bei euch kosten. Die Transmog-Gegenstände sind dann halt entsprechend teurer auch, ne? Also die schwanken so zwischen 20.000 und 50.000 Gold. Ich zeige es euch aber gleich nochmal. Und die Dolchmaul 100 Stück kosten, glaube ich, 5.000 Gold, wenn es hochkommt. So, egal. Wir gehen dann hier zu der Tante.
Und die verkauft uns hier, seht ihr das, für 100 Dunkelmond-Dolchmaulfische eine Schatzkarte. Die kann ich jetzt hier nicht kaufen, aber ich kenne die Quest eh auswendig. Die kauft ihr euch, dann kriegt ihr eine Quest hier oben, die nehmt ihr an. Und dann müsst ihr 4 Gegenstände finden. Der erste Gegenstand befindet sich gleich dort hinten in dem Zelt. Ich laufe da jetzt nicht hin. Einfach dort hier in das Zelt reingehen, dort ist was zum Looten, das lootet ihr. Auch wichtig, ihr müsst diese Reihenfolge beachten, ne? Also erst dorthin. Danach geht ihr hier wieder lang. Und landet dann dort hinten, ist dieser kleine Minispielplatz, ne? Mit diesen lustigen Wippen. Und dort ist der zweite Gegenstand. Ich zeige es euch mal ganz kurz mit der Maus gleich, wo das ist. Das ist hier hinter diesem Teil. So. Und zwar ist das ziemlich genau vor dieser Wippe. Na, da unten im Dreck ist dann so ein kleiner Dreck. Dreckberg. So, dann geht ihr hier wieder runter. Ist ein bisschen hin und her reiten, aber ihr müsst nicht kämpfen. Ihr müsst nichts machen, euch nicht wirklich anstrengen, einfach nur hin und her latschen. Und holt euch jetzt den dritten Gegenstand. Und der ist hier im Zoo. Und zwar da, wo der Typ liegt. Na, da liegt unten so ein kleines Pergament. Das aufsammeln. So, und dann könnt ihr ein bisschen nochmal Zeit sparen, indem ihr hier drüber lauft, über diesen Raketenrenner. Weil der kann nämlich hier so tolle Sachen. Und wir müssen nämlich jetzt ein bisschen weiter latschen. Wir müssen jetzt quasi, wie als würden wir rausgehen zum Dunkelmond-Jahrmarkt, ne? Also einfach den ganzen Weg hier zurücklatschen. Das geht mit dem Teil hier echt super mega schnell. So, lalala, lalala. Einfach nur dem Weg folgen. Und dann müsst ihr gleich oben auf was achten. So, wir haben hier nämlich ein bisschen Spaß mit Flaggen. Wir haben hier eine Flagge, an der könnt ihr ganz normal vorbeigehen. Die könnt ihr ignorieren. So, bei der Flagge hier geht ihr hinten dran vorbei, über den Ast und landet ihr bei der Flagge. Und dann ist hier unten, links unten, ein weiteres kleines Erdhäufchen. Das sammelt ihr ebenfalls auf. Und dann müsst ihr, sag mal kurz die Map, ne? Das ist hier oben bei dem Baum, und dann müsst ihr hier runter. Das heißt, ihr folgt einfach hier oben dieser Kante, so weit wie das möglich ist, bis ihr den Strand seht. So, und zwar ziemlich genau so. Und da unten, ich gehe kurz im Mount runter, da unten, wo das Schiff versenkt ist, dort wollen wir jetzt hin. Wie gesagt, da ist halt gerade der Demon Hunter sehr, sehr nice, um das zu machen. Können wir nämlich schon abkürzen hier. Und dann habt ihr hier unten den letzten Gegenstand, das ist so eine Kiste, die lootet ihr nochmal und dann bekommt ihr eine Kiste ins Inventar als Questbelohnung, ja, also da unten irgendwo ist die, ne? Ist nicht zu übersehen. Und diese Kiste könnt ihr öffnen, da bekommt ihr ein paar Tränke und ihr bekommt, was gar nicht, sehe ich jetzt hier nicht, diese Dunkelmond-Gewinnlose, diese roten, und zwar 100 Stück. So, diese 100 Stück könnt ihr dann eintauschen. Ich zeige euch das mal ganz kurz, ne? Ihr geht dann einfach hier lang diesen Weg, wie ich es hier auch gehe. Dann gibt es nämlich hier so eine kleine Kante, wo man reinrutschen kann. Das ist dort, glaube ich. Oder was dort? Ne, da ist es, genau. So, dann geht ihr hier rein. Zack. Und dann seid ihr direkt bei dem Händlern. Und hier könnt ihr euch jetzt was aussuchen, was ihr euch dann dafür kauft. Also, ihr müsst hier wahrscheinlich umschalten auf alle. Und dann habt ihr jetzt hier diese ganzen Nachbildungsgegenstände. Wie gesagt, ihr müsst gucken, was das Zeug wert ist bei eurem Server. Aber in der, also mindestens 20 bis 25k sind die Dinger auf jeden Fall wert. Wahrscheinlich sogar noch teilweise mehr. Einige gehen für 50, 60, 70k weg. Guckt da einfach und kauft euch dann beliebig hier. Die kosten halt 75 oder 55. Das heißt, ihr könnt euch einen so einen Gegenstand kaufen, ja, ihr könnt sogar noch ein bisschen rumtricksen und euch noch einen zweiten dann holen mit dem Charakter, wenn ihr das denn möchtet, aber ich möchte es hier mal ganz, ganz simpel sagen, wir machen also, kurz mal zur Zusammenfassung, wir machen einmal den Demon Hunter, die Prequest, dauert ungefähr eine halbe Stunde, dann zum Dunkelmond-Jahrmarkt, und dann dort ungefähr, ja, wie lange dauert das jetzt, 10 Minuten nochmal, diese Quest machen und dafür bekommt ihr einen Gegenstand und der ist dann abhängig von eurem Server zwischen 20 und 60.000 Gold wert, ne? Je nachdem.
Und da könnt ihr euch ausrechnen, das ist natürlich jetzt nicht übermäßig geil, aber es ist ja quasi sicheres Gold, leicht zu farmen und schnell gemacht eigentlich. So, ja, und dann braucht ihr im Prinzip nur noch eins tun, nämlich diesen Gegenstand an euren beliebigen Charakter schicken, wo ihr das Zeug dann verkauft. Dann löscht ihr euren Dämonenjäger wieder, erstellt euch einen neuen und wiederholt den Vorgang. Und so könnt ihr euch ein bisschen Gold farmen. Denkt bitte daran, das geht nur auf einem Server, wo ihr auch einen Demon Hunter erstellen könnt. Das heißt, ihr dürft noch keinen haben und ihr müsst, ich glaube, die Mindestvoraussetzung war ein Level 100er Charakter. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich kann das gerade gar nicht testen. Ist auch egal. Also die meisten dürften das ja eh von euch haben und dann könnt ihr einen Dämonenjäger erstellen. Ihr dürft aber immer nur einen haben. Ne, deswegen habe ich auch alles verkauft und dann haben wir hier nochmal, ja, 800 Gold übrig. Die könnt ihr auch noch eurem Main-Charakter schicken. Und ja, gut. Ich würde sagen, lasst doch mal einen Kommentar da und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.